Effektive Rückstausicherung mit Abwasserhebeanlagen von Jungpumpen. Das ist Marc. Marc und seine Familie leben in einem gemütlichen Einfamilienhaus am Rande der Stadt. In den letzten Jahren hat sich ein Problem ganz besonders bemerkbar gemacht. Der Keller des Hauses steht immer wieder unter Wasser, oft mitten im Sommer. Die starken Regenfälle der letzten Jahre haben Marc schon viel Geld und Nerven gekostet. Das Wasser kam während starker Regenfälle aus den Abflüssen und überflutete den gesamten Keller. Starke Schäden an Keller, Waschmaschine, Trockner und Marcs Modellbauecke waren die Folge. Marcs Bruder Tom hatte ein ähnliches Problem. Er hatte zwar einen Rückstauverschluss im Keller seines Hauses eingebaut, dieser war jedoch für WC-Abwässer gar nicht geeignet. Immer wieder setzten sich Feststoffe darin ab und führten dazu, dass die Klappe nicht richtig schloss. Nach einer erneuten Kellerüberflutung entschloss sich Tom, eine funktionierende Rückstausicherung einbauen zu lassen. Der Fachmann empfahl ihm eine vollwertige Fäkalienhebeanlage und erläuterte ihm das Prinzip des Rückstaus. Es kommt aufgrund des Klimawandels immer häufiger zu Starkregen, mit dem die Kanalsysteme oft überlastet sind. Aber auch Störungen im Kanalsystem, wie beispielsweise Verstopfungen, können Ursache von Rückstau sein. Abwasser dringt durch die Grundleitungen in die Häuser zurück. Der Wasserspiegel in den Kellerräumen kann durch das Zurückdrücken der Abwasser aus den Kanalsystemen bis zum Straßenniveau, der sogenannten Rückstauebene, ansteigen. Einen zuverlässigen Rückstauschutz bietet ausschließlich die Installation einer sogenannten Rückstauschleife. Die vorhandene Grundleitung, die unter dem Haus verlegt ist, wird stillgelegt und versiegelt. Anstelle dessen wird eine Abwasserleitung unter der Kellerdecke befestigt, in die über einen Rohrbogen das im Keller anfallende Wasser über die Rückstauebene geführt wird. Nur dann kann physikalisch ausgeschlossen werden, dass Abwasser aus dem Kanal in den Keller zurückläuft. Marc freut sich, dass er endlich das grundlegende Problem erkannt hat. Eine Frage steht allerdings immer noch im Raum. Wie gelangt das Abwasser über die Rückstauschleife? Diese Frage kann ihm sein Installateur natürlich beantworten. Pumpentechnik ist nötig. Eine langlebige Compli-Hebeanlage von Jungpumpen ist die ideale Lösung. Diese Anlagen kommen mit sämtlichen häuslichen Abwässern zurecht und entsorgen diese leise und mit geringen Energiekosten. Für ein Einfamilienhaus liegen die Energiekosten deutlich unter 10 Euro pro Jahr. Ist keine Toilette im Spiel, können alternativ auch andere Typen von Hebeanlagen zum Einsatz kommen. Der Fachmann erklärt Marc, dass eine Hebeanlage der einzig zuverlässige Weg ist, den Keller vor einem Rückstau zu sichern, auch wenn eigentlich ein freies Gefälle zum Kanal vorhanden wäre. Im Übrigen kann im Falle eines Rückstaus auch weiterhin Abwasser aus dem Hause abgeleitet werden. Marc ist froh und lässt alle notwendigen Installationen vornehmen. Der nächste Starkregen kommt tatsächlich nur wenige Wochen später. Während die Nachbarn noch fluchen und mit Gummistiefeln in vollgelaufenen Keller stehen, macht es sich Marc mit seinem Sohn beim Modellbau im Keller gemütlich. Schließlich gibt es noch andere wichtige Baustellen, die in diesen Sommerferien gemeistert werden wollen. Nie wieder Überflutung durch Rückstau, dank Abwasserhebeanlagen von Pentair Jungpumpen.